Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video von Kerstins Backstube. Ich habe euch ja schon zwei Varianten von der Donauwelle gezeigt und die dritte möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar reden wir hier von der Mohnwelle. Auch ein Rührteig mit Creme fraiche. Und super einfach, ganz lecker, auch im Sommer sehr erfrischend. Es geht auch gleich schon los mit den Zutaten. Ich habe 175 Gramm Zucker, Päckchen Vanillezucker, 175 Gramm Mehl, Päckchen Backpulver, habe ich natürlich wie immer schon gemischt. Dann habe ich 100 Gramm Blaumohn, 4 Eier und 175 Gramm Butter. Ein Becher Creme fraiche. Das können wir dann auch alles zusammen in der Rührmaschine geben. Butter und Zucker habe ich schon gemischt. Die Eier können dazu gegeben werden. Eine Minute lang rühren lassen. Backpulver habe ich dazu gegeben. Der Mohn kann dann auch gleich hinzugefügt werden. Lassen wir eine Minute lang rühren, dann können wir auch schon den Rindfraichen hinbeigeben. So sollte der Teig dann aussehen. Der schmeckt richtig lecker. Ich habe jetzt wie bei der normalen Donauwelle ganz normales Backblech genommen mit Backpapier. Den Ofen können wir vorheizen auf 180 Grad, mittlere Einschubleiste. Für 30 Minuten. Den können wir dann auch schon in das Backblech einfüllen. So sieht das Ganze dann aus und das kann dann auch schon in den Backofen. Hallo! Und während der Kuchen noch im Ofen ist, habe ich so Päckchen Puddingpulver und das muss dann auch nach Angabe gemacht werden. Wie ich das schon gemacht habe, habe ich euch schon gezeigt in meiner klassischen Donauwelle. Nach dem Pudding brauchen wir noch 100 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Vollmilchschokolade. Aber ihr könnt auch weiße nehmen, lasst was weg, macht was dazu, ist kein Problem. Und die müssen dann auch geschmolzen werden, entweder im Wasserbad oder kurz halt im Topf. Aber da müsst ihr wirklich sehr, sehr gut aufpassen, dass euch die Schokolade nicht anbrennt. So, meinen Kuchen habe ich jetzt gerade aus dem Ofen geholt. So sieht es aus, den kann man dann zur Seite stellen und dann vollständig auskühlen lassen. So, mein Pudding habe ich gekocht, Folie drüber, vollständig auskühlen lassen. Ich habe jetzt noch 250 Gramm Butter, ganz wichtig, beides gleiche Zimmertemperatur und ein Becher Creme fraiche. Die Butter können wir auch in eine Rührschüssel geben und müssen dann eine Minute rühren. Die Butter, die steht noch eine Minute, den Pudding mit dem Schneebesen gerade umrühren, sodass keine Blümchen mehr drin sind. Okay. So, denn der Pudding kann dann auch gleich mit der Butter gegeben werden. So, nachdem das Ganze jetzt drin ist, lassen wir 2 Minuten auf höchster Stufe rühren und Creme fraiche kann dann auch gleich mit dazu. Meine Buttercreme ist jetzt fertig. Die kann auch schon auf dem Rührteig verteilt werden. So, wir haben die Buttercreme jetzt gleichmäßig verteilt. Ich habe es auf dem Blech gelassen und das Backpapier drunter gelassen. Ein Backrahmen ist da jetzt nicht unbedingt nötig. Das dünnen wir jetzt 30 Minuten Kaltstelle. Dann geht es an die Schokolade. So, während mein Kuchen noch im Kühlschrank ist, jetzt nehme ich die zwei Schokolade, die ich im Wasserbad schmelze und gebe jeweils einen Teelöffel Öl mit rein. Das ist für die Konsistenz, für die Farbe, dass man die Schokolade besser schneiden kann. Bis gleich! Meine Schokolade ist jetzt geschmolzen. Ich nehme jetzt zuerst die Zartbitterschokolade und verteile sie schön auf dem Kuchen. Die Zartbitterschokolade habe ich jetzt gut verstrichen. Und die Vollmilchschokolade könnt ihr jetzt drüber geben, wie ihr möchtet. Dass es halt später eine schöne Marmorierung hat. So, so sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Richtig schön mit dunkler und heller Schokolade mit dem weißen Untergrund. Sieht wirklich toll aus. Aber wie gesagt, den könnt ihr verzieren, wie ihr wollt. Macht dann Streifen drauf, zieht Fäden drauf. Kein Problem. Der muss jetzt in den Kühlschrank mindestens für 3 Stunden. Mein Kuchen ist jetzt auch schon fertig.
Schokolade ist schön fest geworden. Ich habe ihn jetzt auch schon angeschnitten. Ich zeige es euch gerade mal kurz. Super lecker. Bei warmem Wetter echt fantastisch. Und ich bin froh, dass ich jetzt probieren darf. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Kerstin.